Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Folge bei Blatt 19 auf der Karte von Thüringen. Unser Unkrautbekämpfungsgerät ist leer und wir werden dann gleich mal voll machen. Sobald er wieder fährt, gehen wir auf die Nachtruhe zu. Dann muss ich sehen, dass ich mir noch die Felder 47, 42 oder also 48, 49 mache, also 48 und 47. Den 49 ist fertig und dann noch die 12. Den anderen Steuer fahren wir Richtung 12 mehr. Ja, ich werde mir versuchen, demnächst Traktoren zu kaufen mit Pflegereifen für zwei. Also Doppelreifen im Prinzip. Die gibt es auch, das ist der Case 2, glaube ich. Und da habe ich mir ein bisschen bessere Werte mit der, ne? Durchdrehende Räder. So, ja. Ja, hier sind komplett neue Kurse drauf von, genau, von jemandem von Kuro, von Castor. Die habe ich runtergeladen. Die hat er zur Verfügung gestellt, auch nicht Castor, sondern ein anderer Mitspieler. Castor selber, glaube ich, spielt nicht mit Outdrive. Aber hier ist so einiges eingerichtet dafür, ne? Jo, der ist gleich voll und dann fahren wir ihn dahin, wo er aufgehört hat und dann werden wir da entsprechend weitermachen lassen. Ja, hier ist das Sägewerk, da wird fleißig meine Paletten hergestellt. Hoffe, dass ich bald welche gebrauchen kann, ne? Ich möchte ja den Schlachthof mir zulegen und ja, eigentlich noch vorher entweder Schafe anschaffen oder Schweine mal sehen. Ich glaube Schafe, die brauchen ein bisschen Frühling. Schweine sind eigentlich relativ produktiv dabei, ne? Das muss ich mal sehen. Ich glaube eher Schafe. Dann werden wir den Schlachter noch nicht mehr machen. Ja, hier ist Mais ausgesät worden. Personal, das Farming-Dings da, Personal Farming hier. Das habe ich hier noch nicht aktiviert. Da ich jetzt immer hier mal die Ernte abschließen möchte, also das Jahr. Also wenn hier der Mais. Der letzte Mais geerntet wurde, letzte Sonnenblumen, dann will ich sie aktivieren und zum Winter entsprechend alles durchmessen. Geht bergauf, ne? Also 100% zeigt ja die Reifen entsprechende Werte. Ne? So, wo war ich stehen geblieben? Hier vorne, glaube ich. Ach, hier, genau. Glaube ich jedenfalls. Zu sicher. Das kann man ja so nicht erkennen. Unkraut ist da, wo dunkel bekämpft wurde, ne? Oh, hier war es nicht. Aber einen hellen zurück. Die Frage. Noch kurz auf 1 gehen, damit wir hier nicht gleich im Dunkeln stehen. Man kann auch Licht anmachen, ne? Ich glaube da. Ah, ich glaube hier. Hat's gefunden. Das ist die Pfeilrichtung, das ist die andere Richtung. Das ist auch verkehrt. Da muss es hier sein. Oh, sieht auch noch. Aber hier mal einen Trick machen mit Aufklappen. Junge, kipp doch nicht um mit dem wertvollen Zeug. So, muss ich mal schauen. Schon mal ausklappen. Müsste hier vorne irgendwo beginnen. Ich beginne hier einfach mal, ne? Das kann doch hier vorne gewesen sein. Geh von aus. Ansonsten haben wir ein Stückchen nicht gemacht, das ist auch nicht tragisch. Darauf kommt es ja nicht genau, nicht auf jeden Quadratmeter an. So, zur Wendung. Ja, ich möchte mich bedanken für alle fleißige Zuschauer, die fleißig mal reingeschaut haben. Und
auch mal geliked haben. Ein dickes Dankeschön dafür. Das ist keine Pflicht, das ist ein, ja, ja, nett. Ne? Alles für einen Algorithmus von YouTube. Deswegen ist das so entscheidend. Da helft ihr mir am meisten mit. So, der läuft. Denn da ist nämlich das Problem. Ja, je mehr ich vorgeschlagen werde, umso höher kann der, umso besser kann der Kanal wachsen, ne? Und ich möchte ja gern wachsen. Ja, je mehr geschaut wird, umso mehr auch mal geliked wird oder mal kommentiert wird, umso besser ist es von Algorithmus da entsprechend was zu bewirken. Ne? Also Sonnenblumen kann ich noch nicht behandeln, die müssen mal keimen. Da stelle ich mal hin und dann werde ich gleich mal Richtung Container gehen. Können wir auf 5 gehen? Der kann ja mal auf die weiterarbeiten, das ist nicht das Problem. Sonst wäre es ja im Grunde nicht so tragisch. Weil im Dunkeln würde ich nicht arbeiten. Die Kühe sind soweit versorgt. Da muss ich mal sehen, dass die Silageballen dann auch entsprechend Silageballen werden. Und den Kurs kann ich immer aktivieren, deaktivieren. Wir sind viel bunt bei, ne? Na, hier ist das Silo, hier sind die. Die hat ja alle angeschlossen, die Silos. Das ist einfach top. Hof 1 auch. So, dann werden wir gleich schlafen gehen, gleich mal früh mal gucken. Entsprechend Wasser haben. Ich pfeife schon hier. Ja, neue Aufnahme-Session. Ja, ne? Kommt bald der Sommer. Die Früchte sind erledigt. Dann kann ich mal sehen, morgen früh das Sägewerk noch mal schnell paletten. Entsprechend, so, hier ist Feld Nummer 12, da stellen wir mal parat. Denn hier wird garantiert morgen früh soweit fertig sein. So, gehen wir zum Container und morgen die Flüge müssen hier noch weg. Da ist genau ein Kurs ungünstig auf Dauer. Ja. Der LKW mit Mist fährt aktuell nicht, weil Gera ist das gut. Dann kann ich mal bei Gelegenheit mal Gera zu fahren, wenn wir genug haben. Das heißt, bevor wir hier das im Herbst alles anfangen mit der Aussaat, da knallen wir vor Gärreste rein. So, jetzt haben wir, boah, machen wir 10 Stunden, ne? Ne, 10. So, BGH 103. Das ist nur Mist gewesen, ne? Also nur. Ja, das ist gut. So, einer BGH 103.000 Euro. Das ist gut. Für, sag mal, für nichts tun, ne? Also, ist der fertig? Silo-Gras, noch nicht gekehrt. Also, das Gras ist auch nicht gewachsen. Den kann es auch nicht düngen, ne? Ist schlecht. Milch haben wir jetzt da. Hier können wir Mist reinbringen. Und diese Ballen entsprechend Silogras. Das muss mindestens Silage sein, da kann man es verarbeiten. So. Der kann wieder fahren. Also ich habe den Grund, den Verdacht, warum es so ist. Ich vermute mal ganz stark, dass zum Beispiel wenn beide Outright-Fahrer fährt und der eine nicht weiterfahren kann, weil er nicht voll wird, dass er vielleicht deswegen der andere nicht beladen kann. Das vermute ich mal jetzt ganz stark. Den Verdacht habe ich jetzt mal. Deswegen werde ich meine Milch heute mal nicht verkaufen. Weil das wird auch lästig, wenn die Dauer nicht funktioniert, ne? So, die haben Wasser. Dann werde ich gleich mal Stroh geben. Hier unser Fütteranlage, das funktioniert auch. Obwohl die Meldung gerade kam, dass zu viel gegeben ist, aber ich sage mal lieber zu viel als zu wenig. Ne? So,
So, mal schauen, ob wir da rauskommen. Ja, das Getreide, was jetzt hier vorgearbeitet zu ernten, das soll hier im Prinzip nach auf dem Marsch exportiert werden, ne? Aber das ist noch lange nicht so weit. Bis das zu weit gewachsen ist, ja, vergeht noch ein bisschen Zeit, ne? Was ich machen wollte, Zerne, angetrocknet, Heu, Gras, Maisstängel, auch Stroh. Ich müsste mal sehen, weil ich noch kurz reingehen. Geld nicht. Mission auch nicht. Preise, aber Preise nicht. Karte. Also. Müsste jetzt 48 und 47 aufgedüngt werden können. Der ist ja noch bei. Und den können wir dann loslegen. Ne? Wenn der fertig ist, können wir auch düngen. Das gleiche ist, mal gucken, ob wir schon Gras mähen können oder Silage und Klee. Dann müssten wir hier auch noch düngen. Ja, zum Beispiel. Die Kühe wollen Stroh haben. Nur wenn die Stroh haben, gibt es auch Mist. Meine Gülle wäre sicherlich einfacher zu fahren, die BGH. Ja, aber ich finde das mit Stroh nicht besser. Doch gewachsen. Sieht so aus, ne? Dann können wir es auch düngen, aber das düngen wir mal alleine. Über 70.000 Meter, wenn wir nicht losfahren. Ein bisschen groß geraten, der Traktor. Aber gut, ich muss mal schauen, dass ich ein paar andere für kriege. Obwohl ich da aktuell noch nicht unbedingt was Neues kaufen wollte. Da wird nicht alles reingehen, denke ich mal. Ne, gut, das passt auch. Aus, gehen wir mal auf Hof 1. Den wir mal starten. Ist gewachsen. Das ist gut. Ich werde jetzt den mal jetzt programmieren. Kursgenerierung Feld 12, Vorgewende 2, generiere Fehlkurs. Hier ist es weich besser, weil die Ecken sind echt viele Bäume und so. Das ist besser. Wenn alle Stränge reißen, dann kommen die Bäume weg, ne? Gerade beim Spritzen ist ein bisschen ungünstig. So, gut, das läuft. Dann gehen wir mal auf jedenfalls, ne? Auf Hof 1. Müssen noch einiges hier aufräumen. Sicherlich Pferdegras, wollte ich gucken. Wasser wollte ich mal zuerst geben. Wasser ist da oben. Futter haben sie noch, das seht noch kommen. Solange die Gras haben, ist eigentlich kein Problem mit Futter. Also natürlich wäre besser, wenn sie. Hup, das war ein Zaun. Elektrozaun. Gut. Dann gehen wir kurz rein, ob wir unseren Futtermischwagen leer bekommen. Dann können wir Mischrationen reinbringen hier, ne? Aber der muss immer leer sein mit Futter. Futter ist das, was er jetzt immer aufsammelt, das ist Futter. Beziehungsweise das ist die Silage. Und er hat noch ein bisschen Stroh drin, glaube ich. Ja, nicht ganz leer. Die brauchen nicht viel, ne? Wie gesagt, die haben Gras. Ich denke mal, die Rinder sind lieber, wenn sie Gras haben. Die mögen das klar, ist logisch, ne? Ist ja frisch. Das kann man grad nicht frisch, ne? So. Da sind diese Kühe versorgt. Dann gehen wir wieder zurück.
Beziehungsweise wenn wir hier gucken. Das sieht auch schon ganz gut aus. Im Wachstum. Das ist, wie da oben steht, Pferdegras und gedüngt 100%. Deswegen wollte ich ja eigentlich hier nicht das gleich raufnehmen. Ne? Also bei Gras wäre jetzt das Problem nicht so groß, aber jedenfalls das wollte ich erstmal mal schön wachsen lassen. Erden und vor allen Dingen unser Weizen, Gerste, Felder und Mais und Sonnenblumen. Die wollte ich eigentlich erst abernten und dann wollte ich sehen, dass ich das entsprechend. So, dann der fährt noch. Ich wollte ihm noch Wasser geben, das ist ganz wichtig. Ja, die brauchen ein bisschen was, ne? Also Milchkühe brauchen viel Wasser. Und hier haben sie auch genug Gras. Ach, hier läuft der, okay. Hier läuft unser Anekom hier. Oder steht er irgendwo fest? Das kann auch sein. Kriegen wir Regen? Tatsächlich, wir kriegen Regen. Gut, das soll uns nicht stören, ne? Ja, der Kurs ist so programmiert, dass er rückwärts ranfährt, ne? Siehst du. Dann kippt er den Mist hier ab. Und dadurch verdient ein bisschen Geld. Also ungefähr 100.000 haben wir das mal verdient. 100 und noch was. Und mal sehen, wie viel Mist wir heute nachher produziert haben. Gärreste haben wir jetzt drin, ungefähr, genau, weiß ich ungefähr. 204.000, 205.000. Und Gras im Wachstum. Das dürfte gewachsen sein. Dann, das ist gewachsen. Werden wir das mal düngen. So. Ist schon ausgeklappt. Ja. Es müsste dann dunkel werden normalerweise. Ja. Wenn dunkel wird, dann ist der Dünger, dann düngt er auch, ne? Ja, wenn er hell bleibt, dann ist es, ja. Ändert sich nichts, ne? Dann ist der Dünger umsonst. Also, wenn wir ruhig jetzt gucken, ja, der ist ein bisschen langsam, das ist ungünstig. Wir müssen einen stärkeren Traktor haben, beziehungsweise mit Zwillingsbereifung, aber Pflegebereifung. Das kommt durch diesen Mod hier, das unten in grün zu sehen ist, mit der 90% und 30%. Es hat irgendwo ein Vor-, da heißt, Vorteile habe ich keine deswegen, aber das ist ein bisschen realistisch, ne? Denn wenn der Boden nass ist und die Räder drehen durch, das ist halt dann normal, ne? Da muss ich mal sehen. Können wir gleich machen. Okay. Da brauchen wir. Ja, das können wir nicht zur Folge machen. Ich sag mal, so geschaut, das sollte auch schon für heute gewesen sein. Immerhin 18 Minuten. Das ist normale Länge. Dann sagen wir tschüss und ciao. Ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Und morgen ist das vierte Advent. Fällt mir gerade so ein, dass ich es morgen nicht vergesse. Also beziehungsweise heute, jetzt nicht gleich. Und ich wünsche euch einen schönen Rest Samstag. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Um 15 Uhr kommt Kettle und Kops. Und da beginnt die Karriere von Null. Und dann bin ich mit meinen Szenarien durch und kann dann voll durchstarten. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gab ein paar Komplikationen. Bisschen, ja, eigenverschuldet. Aber so eine Fehler habe ich noch nie gehabt. Aber gut, ich habe den Problem gelöst. Sag mal tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.